Hallo Leute, Servus, herzlich willkommen auf dem Paunerreisekanal. Ich bin der Peter und heute sind wir hier im Bad Herrenalb auf dem Wohnmobilstellplatz. Ja, wie ihr seht, ist nicht ganz voll, das wird sich bestimmt ändern. Der Platz, ja, schwer zu sagen, wie viel können da jetzt stehen. Laut so nach den Stromkasten sind ja 8 Plätze hier. Also die stehen so ein bisschen durcheinander, aber ja, wahrscheinlich können die auch mehr wie 8 stehen. So, was haben wir hier auf dem Platz? Die Möglichkeit, Bad Herrenalb sich anzugucken, ist ja sehr schön. Dann haben wir hier gleich rechts neben dran das Thermalbad vom Bad Herrenalb. Da ist auch die Anmeldung zu dem Wohnmobilstellplatz. Und hier zahlt man auch die Gebühren für den Platz. Wie ich schon erwähnt habe, die Therme ist gleich nebendran, hinter dem Gebüsch hier vorne. Und hier nochmal der Wohnmobilstellplatz auf der anderen Seite. Da gibt es ja auch 8 Stromanschlüsse. Und ja, die Plätze sind, sage ich jetzt mal, parzelliert. Hier rechts nebendran oder hinter unserem Wohnmobil gleich ist die Fähr- und Entsorgung. Das ist alles inklusive. Also muss man wirklich sagen, für 16,30 €, glaube ich, ist Fern- und Entsorgung inbegriffen, Strom, Platzgebühren für 2 Personen, Kurtaxe. Also kann man wirklich nicht meckern. Und wenn der Platz auch tatsächlich so ruhig ist, wie wir uns das erhoffen, und es sieht ganz danach aus, dann werden wir eine ganz, ganz ruhige Nacht hier verbringen. Dazu kann man noch kurz sagen, dass es sehr viele Wandermöglichkeiten gibt hier. Wie ihr seht, da im Hintergrund laufen gerade Leute vom Wandern hier schön an dem Fluss vorbei. Ja, und von hier in der Stadt ist es circa 500 Meter. Also wirklich angenehme Entfernungen hier. Ja. Wenn man jetzt hier das Thermalbad benutzt, dann kriegt man auch noch 10% Ermäßigung, das ist ja noch obendrauf auf das alles, was man hier schon im Preis inklusive hat. Ja Leute, und das war's jetzt schon wieder. Ein kurzes Video über den Wohnmobilstellplatz hier in Bad Herrenalb. Ja, schaut euch mal auch die anderen Videos, abonniert unseren Kanal und wir werden dann unsere jetzige Reise, die wir dann jetzt mal gestartet haben, auch ein Video dazu machen und die könnt ihr euch dann auf unserem Kanal mal dann herausfinden. Oder ihr guckt einfach nur jeden Freitag um 16.30 Uhr rein, weil da werden alle Filme freigegeben. So, in diesem Sinne, bleibt gesund, bis zum nächsten Video. Tschüss.